Grüße euch zum Liebesorakel Januar 2017. Und ja, ich bin noch so ein bisschen geschockt. Ich mache hier durch den Anschlag hier in Berlin und habe jetzt auch gerade die Gedenkfeier in der Gedächtniskirche gesehen. Also ich habe jetzt hier das Liebesorakel für Januar 2017 sehr früh gemacht. Und ja, da ist einiges jetzt wahrscheinlich auch mir mit reingeflossen. Und ich werde auf jeden Fall jeden Tag eine Kerze anzünden. Schlimm, wenn so etwas passiert. Okay. Trotz alledem, eigentlich hätte ich euch ja jetzt hier sehr fröhlich begrüßt und euch ein frohes neues Jahr gewünscht. Und ihr habt es vielleicht schon auf eine andere Art und Weise jetzt hier wesentlich besser verdaut, wie ich. Also für mich ist es jetzt halt noch sehr frisch. Bin auch ein bisschen von mir selbst schockiert, von der Tageskarte, die ich für diesen Tag gezogen hatte, samstags. Und hab noch gedacht, ja, das ist ja sehr gerade. Naja, gut. Wer sich dafür interessiert, was ich an dem Tag gesprochen habe, kann versuchen, es hier sich anzuhören, vorausgesetzt, man versteht es. Ja, also auf jeden Fall gibt es auch eine Krafttierkarte, eine spirituelle Geldbewusstseinskarte und zum Schluss gibt es noch die Herzkarten mit der Ja und Nein. Und der erste Stein, der ist so leicht grünlich, türkis. Ich finde den richtig toll. Hatten wir schon lange nicht mehr. Dann zu der zweiten Legung das Ei. Und die dritte Legung, na, also wie so ein Schlitten, ne? Der ist so glatt, der rutscht hier sogar vom Tisch. Ich muss ihn so ein bisschen, na, 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 da bleiben, da bleiben, da bleiben. Okay. Beginnen wir mit der spirituellen Geldbewusstseinskarte. Ich erwarte, dass nur das Beste geschieht und das tut es auch. Mit dieser Haltung gibst du eine klare Vorgabe, so denkt eine Managerin, ein Manager und wird es bald auch im Alltag auf diese Weise erfahren. Wenn eine Grundhaltung auf Dankbarkeit und Liebe basiert, dann ist der klare Ausdruck dessen, was du willst, vollkommen. Du bist die Chefin, der Chef und triffst selbst die Entscheidungen für Wohlstand und für Güte. Und die Krafttierkarte ist die Schnecke. Scheint auch alles so ein bisschen langsamer, gemächlicher, voranzugehen, als man denkt. Ja, vorankommen durch Bedächtigkeit.
Lass die Hektik und Anspannung los und versuche nicht länger, mit deinem Willen, deinem Lebensweg ein anderes Tempo aufzuzwingen. Lass dich mit liebevoller Achtsamkeit auf deinen Lebensfluss ein. Affirmation. Ich bedenke jetzt in Ruhe, was zu tun ist, und setze es Schritt für Schritt um. Ich handle in meinem Tempo. Ja, auch noch so einen kleinen. Engel passen auf dich auf. Von unseren himmlischen Begleitern, Koppenrad, der rote Faden. Es ist aus dem Friedensevangelium der Essener. Den Schriftrollen vom Toten Meer. Die Augen zum Himmel heben. Wenn die Augen aller Menschen auf Irdisches gerichtet sind, ist nicht leicht. Zu Füßen der Engel zu beten, wenn alle Menschen nur nach Ruhm und Reichtum streben, ist nicht leicht. Aber das Schwerste von allem ist, die Gedanken der Engel zu denken, die Worte der Engel zu sprechen und wie die Engel zu handeln. Kommen wir zur ersten Legung. Eigentlich wollte ich da es so viele Monats- und Jahreslegungen gibt, dachte ich mir, versuche es etwas zu kürzen, aber ich denke mir, das wird mir wohl nicht gelingen. Und ich möchte den Spruch und die Mythologie mit hinzunehmen, weil ihr dann vielleicht auch besser die Karten verstehen könnt, ja, oder sie aus einem anderen Blickwinkel seht. Bei der ersten Legung haben wir die Göttin Durga, Grenzen. Wenn Dämonen mich bedrohen, schütze ich mich entschlossen mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Tief aus meiner Mitte heraus. Ich rufe alles herbei, was ich brauche. Ich bin die Unerreichbare, denn ich gehe dorthin, wo mich all das nicht erreichen kann, was mich zerstören will, was mich vernichten will, was mich verletzen will. Ich bin die Unnahbare. Was ich nicht zu mir lassen will, erreicht mich nicht. Ich tanze meinen Tanz des Seins nur mit dem, was mich stärkt, was mich nährt, was mich liebt. Allem, was dies nicht tut, sage ich, wag dich nur in meine Nähe. Mythologie. In Indien ist der Name der Göttin Devi. Für einen Hindu sind alle Göttinnen nur verschiedene Ausdrucksformen der einen Gottheit, Devi, beziehungsweise unterschiedliche Aspekte der göttlichen Essenz in ihrer weiblichen Form. Ein Aspekt Devis wurde geschaffen, um die Welt von dem bis dahin unbesiegbaren bösen Dämon Durga zu befreien. In der Schlacht zwischen den Göttern und den Gegengöttern oder Dämonen konnte keiner der Götter Durga besiegen. Deshalb gingen sie zu Devi und baten um ihre Hilfe. Sie bestieg einen Tiger, schwang ihre furchterregenden Waffen und griff den Dämon an.
Dieser veränderte sich von einer schrecklichen Form in die nächste, bis Devi ihn endlich erschlagen konnte. Als er gerade die Form eines Büffels angenommen hatte, in Erinnerung an diesen großen Sieg, nahm Devi den Namen Durga an. Bedeutung der Karte. Du hast Durga in dein Leben gerufen, damit sie dir hilft, klare Grenzen zu setzen. Was lässt du zu dir durchdringen, was du lieber draußen lassen sollst? Wie beschützt du dich, dein Leben, deine Zeit? Ist der Satz, nein, das geht jetzt nicht, ich muss mich gerade um mich selbst kümmern, Bestandteil deines Wortschatzes? Hast du das Gefühl, dass andere alles bei dir abladen? Verlierst du öfter das innere Gleichgewicht, weil du gibst und gibst und gibst, solange bis nichts mehr für dich übrig bleibt? Durga ist zu dir gekommen, um dich dabei zu unterstützen, klare Grenzen, um deinen dir eigenen Raum zu ziehen und sie durchzusetzen. Klare Grenzen zu ziehen ist eine Handlung der Liebe zu dir selbst. Wenn du diese Grenzen nicht setzt, verstehen andere dich als grenzenlos oder überhäufen dich mit Forderungen. Niemand kann ohne Grenzen leben. Wir alle haben unsere wunden Punkte und sind verletzlich. Deshalb haben wir das Bedürfnis, bei bestimmten Gefühlen vorsichtig und einfühlsam behandelt zu werden. Durga sagt dir, dass Grenzen lebenswichtig sind, weil sie anderen zeigen, wer du bist und wo du stehst. Okay. Kommen wir zur nächsten Karte. Jalfi und Röskwa, die Neugier. Mythos. Die beiden Geschwister treten wegen eines Vergehens in die Dienste des Donnergottes Thor. Diesen begleiten sie auf einigen seiner Fahrten, wo sie sich bewähren müssen. Günstiger Zeitpunkt, um etwas Neues auszuprobieren und vorbehaltlos auf den anderen zuzugehen. Bewusstes Hineinspüren in unser Gegenüber sowie der spontane und aufrichtige Umgang mit unseren Emotionen versprechen eine Phase vertrauter Offenheit und kindlicher Begeisterung. Das vorsichtige Herantasten an alte, verdrängte Seelennarben oder eventuelle Tabuthemen können ein tiefes Vertrauensband knüpfen, das vielleicht bisher durch verbale Verbindlichkeiten kaschiert wurde. Kommen wir, heile die Wunden der Liebe. Was ist hier? Was könnt ihr vielleicht hier tun? Das innere Kind. Reagieren Sie auf Probleme manchmal völlig unangemessen? Das kann mit vergessenen Kindheitserfahrungen zusammenhängen. Damals konnten sie sich nicht gegen die Welt der Großen wehren. Die Narben und Empfindlichkeiten, die sie aus jungen Jahren mitgenommen haben, werden jetzt als Erwachsene in Beziehungen aufgerührt. Diese Karte zeigt ihnen einen Weg, die alten Wunden zu heilen,
Nehmen Sie mit dem Kind, das Sie einmal waren, gedanklich Kontakt auf. Laden Sie es ein, Ihnen zu sagen, was es fühlt, und sitzen Sie still daneben. Schenken Sie Ihrem inneren Kind die Liebe, Geduld und das Verständnis, die es damals nicht bekam, indem Sie alle auftauchenden Gefühle akzeptieren und bekräftigen. Heilen Sie Ihre emotionalen Wunden und können gesunde Beziehungen führen. Das hört sich doch gut an, ne? Dass man hier sich auch gegen Taljafi und Röskva sich hier auch festheben, voller Vertrauen, so wie auch Devi den Tiger besteigt, um Durga zu bekämpfen, ne? Auch den inneren Schweinehund einfach auch mal zu lernen, Nein zu sagen, ne? Ich brauche Zeit für mich. Also wenn es jetzt persönlich um mich geht, ich wüsste jetzt persönlich nicht, ob ich's hinbekommen würde. Das kann ich euch jetzt nicht sagen, ne? Nur so vielleicht in einer Beziehung und hier sagen, ja, das geht jetzt nicht, ich brauche mal Zeit für mich. Ich weiß, dass ich sie benötige, aber wenn man so im Geschehen ist, man möchte doch sehr viel Zeit miteinander verbringen und manchmal mehr, wie einem eigentlich gut tut. Ja, dass man hat ja jetzt hier auch zur Weihnachtszeit und Silvester sehr aufeinander gesessen, wo man dann vielleicht auch im Januar ein bisschen mehr Abstand benötigt, ne? Dass man auch seinen persönlichen Zielen immer näher kommt. Ich habe hier jetzt von Iris Treppner, Sibylle der Salons, bekam ich mal von meiner Mama. Ja, wir sind unterschiedliche Meinungen, aber es ist mir hier in die Hände gefallen und dachte ich, komm, wir nehmen es hier mit hinzu und schauen einfach mal, was sie uns sagen möchte. Ja, ich nehme jetzt einfach mal die Lennemond-Karten einzeln hervor. Hier haben wir einmal die Lilie. Sinnspruch: Begehrlichkeit ist der Feind der Liebe. Stichwort Leidenschaft. Liebe, Sie stecken mitten in einer Affäre oder sind gerade im Begriff, in eine hineinzuschlittern. Nehmen Sie dieses Strohfeuer nicht allzu ernst und interpretieren Sie nichts hinein, was nicht da ist. Betrachten Sie es als Rausch der Sinne, genießen Sie es und steigen Sie rechtzeitig wieder aus. Dann überstehen Sie diese einmalig aufregende Zeit, ohne Schaden zu nehmen. Auch hier die winterliche Zeit. Und hier haben wir mitunter den Storch. Sinnspruch: Nur wer wagt, gewinnt. Stichwort Veränderung. Liebe, Zeit des Nestbaus. Sind Sie noch Single, dann wird sich das bald ändern, versprochen. Sollten Sie in Ihrer bestehenden Partnerschaft unzufrieden sein, so wartet schon ein neuer Partner auf Sie. Oder es tritt endlich die ersehnte Besserung ein. Na, das hört sich auch gut an, ne? Vielleicht auch ein Wohnungswechsel, bei manchen sollte man vielleicht auch aufpassen, dass man hier nicht schwanger wird. Es kann sich auch noch circa 9 Monate hinziehen, ne? Weil so ein Baby braucht ja auch so seine 9 Monate.
Und hier ist auch so ein gewisser Entwicklungsgrad mit zu verzeichnen. Vielleicht hast du hier zu Silvester oder im Januar jemanden kennengelernt, wo man hier in 9 Monaten vielleicht auch ja, etwas Festeres anstreben könnte. Aber bleib definitiv zuversichtlich. Aus dieser sexuellen Leidenschaft, Anziehungskraft könnte hier wesentlich mehr entstehen. Jetzt habe ich gezwinkert. Ja, hört sich doch sehr gut an. Also wenn Durga einen Tiger besteigt, könnte. Hört sich doch bis jetzt gar nicht so schlecht an. Da haben wir die 9 Scheiben. Gewinn. Im Beziehungsleben und partnerschaftlichen Bereich bedeutet die 9 der Scheiben, den großen Fisch an Land zu ziehen. Was immer das für den Einzelnen heißt, eine gute Partie zu machen, einen Freund fürs Leben zu finden oder eine Begegnung zu haben, die zutiefst innerlich beglückt. Aber die Karte weist nicht nur auf neue Kontakte hin. In Erwachsenenverbindungen bedeutet sie glückliche Zeiten, in denen wir den Reichtum der Beziehung erfahren und genießen, wie er vielleicht am schönsten im Bild eines unbeschwerten, ganz auf du und du gestellten Urlaubs zum Ausdruck kommt. Amors Botschaft. Hingabe. Lass los und alles wird gut werden. Super. So auch deine alten Ängste, ja? Alte Verletzungen loslassen. Hey hier. Super. Das freut mich jetzt. Diese hört sich doch richtig gut an. Und die Engelkarten möchten die Engelenergie. War toll, oder? Die Ausstrahlung mit den Farben. Verzaubern. Lass dich verzaubern und du siehst die Dinge in einem neuen Licht. Kommen wir zur zweiten Legung. Hier haben wir die Eurinnen, die Krise. Die sieht man eigentlich nie so richtig gern, ne? Hat's jetzt doch nicht geklappt, dass er zu Weihnachten da war? Warst du jetzt konsequent und hast gesagt, wenn du bis dann und dann nicht da bist und nicht die Zeit mit mir verbringst, ziehe ich einen Schlussstrich? Oder willst du hier jetzt, zählt denn deine Worte oder bleibst du bei deinem Standpunkt? Beginnst du ein neues Leben mit oder ohne ihn? Oder wie sieht's aus? Wir schnappen dich, zerbrechen dich, walzen dich nieder. Wir sind der Ort des wilden Chaos. Die scharfe Kante, der Punkt,
der deine Ängste schürt. Der Ort ohne Wiederkehr, die Stelle, ab der alles möglich wird. Stets fordern wir deinen Tod oder deine völlige Unterwerfung. Du kommst nicht an uns vorbei, um uns herum oder über uns hinweg. Du musst dich uns stellen und durch uns hindurch. Wir sind die kosmische Dampfwalze, der Ort der unbegrenzten Möglichkeiten. Wir sind die Krise. Mythologie. Die Heuerinnen, gleich Furien, stellen dem Archetypus der Vergeltung dar, der von drei dunklen jungfräulichen Göttinnen verkörpert wird. Sie waren im vorhellenistischen Griechenland beheimatet. In dieser matriarchalischen Gesellschaft waren sie Rachegöttinnen, die jeden bestraften, der seine Verwandten tötete. In Aeschylus' Drama Orestheia tötet Orest, der Sohn von Klytämnestra und Agamemnon, seine Mutter und erregt damit den Zorn der Eurynen, die ihn deshalb verfolgten. Als die Verhandlung über sein Vergehen zu keinem Ergebnis kommt, wird Athene, die Göttin der Weisheit, zu Hilfe gerufen. Sie soll das entscheidende Urteil sprechen. Ihr Votum führt zu einem Freispruch für den Muttermörder Orest. Damit können sich die Eurynen nicht abfinden und fordern Rache. Athene beschwichtigte sie mit dem Versprechen, besondere Rituale zu ihren Ehren einzuführen. Daraufhin wurden sie in die Eumeniden, die Freundlichen, umbenannt. Bedeutung der Karte. Die Eurynen jagen heulend hinter dir her, weil du oder deine Liebsten in einer Krise stecken. Für deine Entwicklung ist es jetzt wichtig, dass du dich umschaust und dir Hilfe suchst. Zu diesem Zeitpunkt von übermäßigem Stress und Unsicherheit ist Hilfe nötig. Ganz egal, ob du sie aus dem Reich der Menschen, der Tiere oder aus dem spirituellen Bereich herbeirufst. Erkenne zunächst, welche Art von Krise du gerade durchmachst und gib ihr einen Namen. Wenn es sich um eine seelische Krise handelt, kannst du eine Beratungsstelle anrufen oder einen Psychotherapeuten aufsuchen. Wenn Geldsorgen oder Probleme mit deiner Arbeit die Ursache sind, prüfe deine finanziellen Möglichkeiten oder gehe zu einem Karriereberater. Bei gesundheitlichen Schwierigkeiten mache einen Termin bei einem Heilpraktiker oder einem Arzt. In deiner jetzigen Verfassung ist es lebensnotwendig, dass du dir Hilfe von außen holst. Denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt kannst du dir nicht selbst helfen. Kümmere dich auf jeden Fall darum oder bitte einen Freund, eine Freundin etwas für dich zu tun. Wenn du selbst in einer Krise steckst, bedeutet das auch, dass die dir nahestehenden Menschen in eine Krise geraten sind. Du musst deshalb jedoch keine Schuldgefühle haben, weil du glaubst, du selbst solltest dich nun um deine Liebsten kümmern. Sei in dieser Lage egoistisch, kümmere dich um deine Krise und lass die anderen für sich selbst sorgen. Die Eurynen weisen dich darauf hin, dass Krisenzeiten auch Zeiten beschleunigten Wachstums und Zeiten der Wandlung darstellen. Es kommen viele neue Gelegenheiten auf dich zu. Doch bevor sich die Möglichkeiten zeigen können, musst du erst durch die Krise hindurch. Das fällt dir leichter, wenn du dir Beistand suchst. Gibt auch das Ritual der Kokon, findet ihr auch auf meiner YouTube-Seite. Das meinte ich, ja, dass hier so ein bisschen das Geschehen dieses Anschlags hier wahrscheinlich auch mit eingeflossen ist. Vielleicht sind auch manche enttäuscht, ja, weil er weder zu Weihnachten noch zu Silvester da war und
Und trotzdem möchte man mit ihm zusammen sein und ärgert sich darüber, dass man das hier jetzt auch nicht geschafft hat, ne, ihn da zu bekehren. Aber es bringt dir absolut gar nichts, dich hier anzubieten wie Sauerbier, ja, wenn, dann sollte er um dich kümmern und versuche hier einfach auch einen Schlussstrich zu ziehen oder dir dann definitiv auch beistehen, wenn du hier jetzt deinen geliebten Menschen verloren hast, ja, Trauerbewältigung oder ja, einfach auch mal aufschreiben, was dir hier so weh tut und okay. So, jetzt gehe ich weiter mit der nächsten Karte. Wir haben zwei Karten, da wäre einmal Selbstnir, die Ausgewogenheit, Odins Pferd. In Un Mythos. Selbstnir, der schnelle Läufer, ist der achtbeinige Hengst Odins und das schnellste aller Assenpferde. Auf ihm gelangt der Göttervater in alle neun Welten. Oh, da haben auch neun Priester gestanden, oder? In der Gedächtniskirche. Von unterschiedlichen Religionen. Oh. Beziehung. In unseren Beziehungen ist Selbstnir Vorbote für ein harmonisches Miteinander. Verstandesebene und Gefühle befinden sich im Einklang, solange keiner mutwillige Zwänge auftreten, in denen einer die reine Vorherrschaft sucht und meint, den anderen dominieren zu müssen. Ansonsten können gemeinsam mit dem Partner oder Familienangehörigen durch seelischen, körperlichen oder sprachlichen Austausch tiefe Momente inneren Glücks und Zufriedenheit erfahren werden. Ebenso kann die Karte für die Anziehungskraft eines neuen Menschen stehen, der unerwartet in unser Leben tritt und versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Okay. Und die nächste Karte. Ask und Ambala. Der Ursprung. Sorry, jetzt habe ich mich verschluckt. Ja, der Ursprung. Es scheint gerade so, wie wenn du hier ein Ende genommen hast und jetzt hier endlich, wenn du diesen Schlussstrich auch gezogen hast, ja, dieser neue Mann auch auf dich zukommen kann. Die ganze Zeit warst du hier auch blockiert, da kam man auch nicht durch. Und hier, guck mal hin. Schön. Mythos. Das erste Menschenpaar wird von Göttern aus Holz geschaffen, welches diese am Strand vorfinden. Sie hauchen den beiden Leben und Geist ein und geben ihnen Midgard als Heimat. Beziehung. Wenn gegenseitiger Respekt an erster Stelle steht, zeigt die Karte eine Zeit der Harmonie, Wärme und des gegenseitigen Ausdrucks an. Hierzu kann auch die Zeugung eines Kindes oder die bevorstehende Geburt von etwas gemeinsam Neuen gehören. Falls Disharmonien bestehen, sind Ask und Embala als Aufforderung zu verstehen, sich auf jene ursprünglichen Dinge und Werte zu besinnen, die eine wahrhaftige Freundschaft oder Partnerschaft bzw. Familie ausmachen. Echte Beziehung ist immer mit Arbeit verbunden, ohne die menschliche Reife jedoch kaum erfolgen kann.
Die nächste Karte wäre hier Auf und Ab, was auch ganz gut hier dazu passen könnte, ja. Es könnte auch noch sehr stürmisch sein. Wir haben ja auch noch die Winterzeit. Kennen Sie die Zyklen und Rhythmen Ihrer Beziehung? Es gibt Zeiten für Nähe und Distanz, für Aktivität und Ruhe, für Frieden und Konflikt, Leidenschaft und Gleichgültigkeit, für viele und für wenig Energie. Manchmal arbeitet man an der Beziehung, manchmal lässt man alles einfach fließen. Probleme entstehen meist dann, wenn die Rhythmen beider Partner nicht synchron sind. Dann wird einer zum Beispiel etwas unternehmen, der andere braucht Ruhe und Rückzug. Oder einer will sich über die Beziehung unterhalten, der andere findet, alles läuft bestens. Wenn diese Karte auftaucht, sollten Sie sich entspannen, wehren Sie sich gegen nichts, was passiert. Bewegen Sie sich einfach weiter. Es ist nun mal so im Leben, manchmal sind Sie und Ihr Partner synchron, manchmal nicht. Auch das ist ein ganz normaler Rhythmus. Ich denke mir hier bei der, ja, Weihnachtszeit, vielleicht kam es auch ein bisschen zu Streitigkeiten, man weiß es ja nicht so genau manchmal. Und ja, dass man hier auch mal wieder ein bisschen auf Abstand geht, wenn man hier so 14 Tage aufeinander gesessen hat, von einem Familientermin zum nächsten Familientermin. Und dass man da einfach auch sagt, oh super, das neue Jahr ist da, die Tage werden wieder länger, ich kann wieder arbeiten gehen. Und ja, der normale Zyklus beginnt. Und dass ihr vielleicht auch hier in der Dezemberzeit vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für euch, für euer Gemeinsames und nicht nur für die anderen lebt, ja, sondern die Urlaubszeit auch für euch beide nutzt. No? Okay. Das ist ja auch nicht immer den besten Tag. No? Okay, kommen wir zur nächsten Karte. Der Weg. Auf jeden Fall wird hier eine Entscheidung getroffen. Du stehst hier auf einer Wegkreuzung oder vielleicht musst du auch, wenn er jetzt zwar etwas weiter von dir entfernt wohnt, auch eine gewisse Wegstrecke zurücklegen. Ja? Sinnspruch. Vertraue dem Untergrund, auf dem du gehst, dann brauchst du den Abgrund nicht zu fürchten. Stichwort Entscheidung. Liebe, kann es sein, dass Sie gerade zwei Eisen im Feuer haben? Haben Sie sich das nicht schon immer einmal gewünscht, die Wahl zwischen zwei Männern oder zwei Frauen zu haben, sich doppelt verwöhnen und hofieren zu lassen? Und nun, da es soweit ist, wünschen Sie sich, Sie wären nicht in dieser Situation. Naja. Da kommt der andere wieder angetrabt, wo du jetzt jemand Neues kennengelernt hast, ne, so zwischen zwei Stühlen zu stehen und nicht so richtig wissen, wie man sich entscheiden soll. Die Qual der Wahl. Schauen wir mal, was die nächsten Karten dir bringen werden. Hier haben wir einmal Prinzessin der Schwerter.
Im Bereich unserer persönlichen Verbindungen befinden wir uns in einem Konflikt, der entweder von einem der Partner ausgeht oder als Bedrohung der Beziehung selbst erlebt wird. Zu oft lassen wir den Takt im Umgang mit dem anderen Geschlecht vermissen und zwingen ihm unsere Neurosen auf. In dieser Hinsicht kann die Karte eine klärende Auseinandersetzung anzeigen. Häufiger aber handelt es sich um einen vom Zaun gebrochenen Streit, der zu keinem neuen Standpunkt oder Erkenntnis führt. Ja, das erinnert mich jetzt an eine Dame, die mich schon angerufen hat. Das sagt, hey, lügt mein Partner mich an, geht er fremd? Und ich habe die Karten gelegt und nee, ich sehe da jetzt nichts. Doch. In 4,5 Minuten, ich so, es tut mir leid, ich sehe da keine andere Dame. Doch, und ja, wäre jetzt Blödsinn, wenn man hier so einen Streit vom Zaun bricht, wo nichts ist, ja? Was soll der Blödsinn? Also, dann würde ich mich auch nicht wundern, der Männer der Schöpfung können das ja auch, habe ich auch schon erlebt. Und ja. Also, dann wird es mich nicht wundern, wenn jeder unterschiedliche Wege geht. Schauen wir mal die nächste Karte an. Das wäre Ritter der Scheiben. Im Bereich unserer Partnerschaft will uns die Karte das Thema der erdhaften Wildheit vor Augen führen. Die mit dem Hirschmotiv verbundene leidenschaftliche Kraft ist hier mit dem Erdelement vereint, das den Wert von Treue und Vertrautheit schätzt. Damit steht dieser Ritter für eine Phase der Geborgenheit, die von starken Verbundenheitsgefühlen geleitet und von einer warmen, lebendigen Sinnlichkeit belebt und bestimmt wird. Also eingeschlafen, weil ich wird's mal auf jeden Fall nicht langweilig, ne, wenn ihr das Temperament, dieses Feuer braucht. Okay. Da wäre mir das Harmonische dann doch lieber, der Mann, der hier für eher neu kommt. Amors Botschaft. Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Die Engelenergie Wow. Das ist jetzt so hell. Wahnsinn. Okay. In Gott sein. Licht und Freude kommen aus der Kraft der göttlichen Liebe. Kommen wir zur dritten Legung. Welche Göttin haben wir denn hier? Maisgöttin, die Nahrung. Ich stille dich an meinem Busen der Erde. Ich füttere dich mit Korn und Mais, Pflanzen und Tiere und Fischen. Alles, um dich bei Kräften zu halten
Alles, um dich zu speisen. Alles, um dich zu nähren. Die Nahrung, das große Geschenk meiner Liebe zu dir. Damit du wächst und gedeihst von meinem Busen, der Erde, weil ich dich liebe. Mythologie. Die Ureinwohner des Südwestens von Amerika und Stämme der Pueblo-Indianer, Arikara, Pawnee, Cheyenne, Mandan, Hindasta, Abnaki, Cherokee und Huron sehen in der Maispflanze eine Göttin. Die Maisgöttin umfasst die Figur der Maismutter, der Maisjungfrau und der gelben Frau. Sie alle sehen die Maispflanze als heiliges Wesen, das sich für ihr Volk opfert, um sie am Leben zu erhalten und zu nähren. Ein Mythos der Arikara erzählt, dass ihr Schöpfergott Nesaru die Maismutter aus der Ähre einer Maispflanze schuf, die im Himmel wuchs. Sie kam dann zur Erde und lehrte die Menschen, die Gottheiten zu ehren und Getreide zu pflanzen. Bedeutung. Die Maisgöttin schenkt dir ihre Zuwendung mit der Nahrung, die du zu dir nimmst. Essen ist eine heilige Handlung, denn etwas Lebendiges stirbt, weil du es in dich aufnimmst. Hierbei ist es egal, ob du die Tiere, die du isst, selbst jagst und tötest, oder ob du dein Gemüse im Supermarkt kaufst. Es ist Teil der menschlichen Existenz, dass sie, um leben zu können, Sterben verursacht. Essen als lästige Pflicht zu behandeln, als etwas, das man vermeidet oder fürchtet, würde bedeuten, das Geschenk der Liebe der Maisgöttin, der Tiere und der Pflanzen zu verunglimpfen. Hast du Angst vor dem Essen? Hast du das Gefühl, schon Gewicht zuzulegen, wenn du dir Essen nur anschaust? Bist du in deinem Alltag so gestresst und so beschäftigt, dass du dich mit viel wichtigeren Dingen beschäftigen musst als mit deiner Nahrung? Kann es sein, dass du andere mehr nährst als dich selbst? Hast du zum Essen eine Liebe-Hass-Beziehung? Essen ist eine der wesentlichsten Handlungen auf dem Weg des Sich-Nährens und der Ganzheit. Die Maisgöttin fordert dich auf, eine gesunde Beziehung zu deiner Ernährung zu entwickeln. Okay, kommen wir zur nächsten Karte. Grimnir, die Prüfung. Oh, auch so die winterliche Zeit, ne? Mythos. Odin taucht hier in der Gestalt des Wanderers auf, der seinen Anhängern und Günstlingen unerkannt erscheint, um sie als unbestechlicher Prüfer auf ihre Standfestigkeit, Grundsätze und Überzeugungen hin zu testen. In unseren Beziehungen rät Grimnir, für unsere Überzeugungen einzutreten, lassen sie sich diese beim besten Willen nicht mit denen unseres Partners vereinen, macht es wenig Sinn, diese weiter zu verdrängen, da wir binnen kurzer Zeit wieder vor der gleichen Frage stehen werden. Steht die Karte für eine Person, mag sie als eine Herausforderung in unser Leben treten, deren Wesen oder Handlungen uns auf uns selbst
zurückwerfen werden. Liebeskarte. Vorhersehen. Neigen Sie dazu, bei Ihrem Partner den Wahrsager zu spielen? Diese Karte warnt Sie davor, denn es ist immer besser zu fragen als zu vermuten. Wie oft glauben wir, wir wüssten, dass der andere fühlt oder mit seinen Worten meint. Doch was wir in unserer Kristallkugel sehen, kann absolut falsch sein. Oder sind Sie umgekehrt der Meinung, Ihr Partner müsste eigentlich wissen, was in Ihnen vorgeht, was Sie fühlen oder brauchen? In Wirklichkeit tappt er völlig im Dunkeln. Wenn Sie wissen wollen, was in Ihrem Partner vorgeht, fragen Sie ihn. Wenn er wissen soll, was Sie wollen oder brauchen, bitten Sie ihn darum. Nur indem Sie darüber reden, können Sie eingebildete Überzeugungen von der Wirklichkeit unterscheiden. Sehr wichtig. Und hier haben wir die Träume. Haben Sie ein klares Bild von einer traumhaften Beziehung? Die Karte Träumen lädt Sie ein, sich mit Hilfe Ihrer Vorstellungskraft die ideale Beziehung auszumalen. Wie würde jeder in so einer ganz und gar erfüllten Beziehung handeln? Wie würden Sie sich fühlen? Womit würden Sie Ihre Zeit verbringen? Antworten Sie spontan. Damit erhalten Sie wichtige Hinweise, die Sie in einem nächsten Schritt in Ihr derzeitiges Leben mit Ihrem Partner einbringen und genießen können. Ganz konkret, hier und jetzt. Manchmal bedeutet diese Karte auch, dass es Ihnen an einer Vorstellung von der idealen Beziehung fehlt. Auch in diesem Fall helfen Sie sich und Ihrem Partner, wenn Sie sich über Ihre Idealvorstellungen austauschen. Erforschen Sie Ihre Träume miteinander. Eine gute Kombination der beiden Karten, ne? Okay, kommen wir zur nächsten Karte. Die Berge. Für mich ist es jetzt mehr eine neutrale Karte, weil es ist ja auch so die Herausforderung, ne? Und die einen lieben die Berge, die anderen mögen lieber das Flachland, die anderen wohnen in einem bergigen Land, die anderen eher im Flachland, die frische Luft. Manchmal kann man sich im Zen, kann man sich ja, sagt man so, werde wie das Wasser, ja, und dann kannst du hier diesen Berg umfließen. Und andere würden gern den Gipfel erstürmen und dann so immer Stück für Stück. Das muss vielleicht nicht unbedingt in der Winterzeit sein. Andere gehen wieder Skifahren. Ja. Und wenn man oben mal angekommen ist, ist ja auch irgendwo eine Bereicherung. Ja, ich hab's geschafft, aber du musst auch wieder runter. Ne? Okay, der Berg. Sinnspruch, den Gipfel zu erstürmen, fordert seinen Preis. Stichwort hier Blockade. Ihre Partnerschaft kommt nicht so recht in Schwung. Es läuft nicht rund. Die Frage lautet, warum ist das so? Haben Sie eine Dreiecksbeziehung
und verbringen einen Teil ihres Lebens mit Warterei, dann ist es besser, loszulassen. Sind Sie in einer langjährigen Beziehung und fühlen sich von Ihrem Partner behindert oder versucht er gar, Sie zu unterjochen, dann ist es an der Zeit, über einen Totalumbruch nachzudenken. Vielleicht macht ihr auch einfach nur einen gemeinsamen Skiurlaub, ne? Je nachdem, was hier jetzt, weil irgendwo scheint ihr ja doch gemeinsame Träume zu haben, würde ich sagen, ne? Und hier haben wir das Glück. Das auch zwischendurch mal durchlüften, auf jeden Fall, ne? Der Klee, Sinnspruch. Die ungewollte Isolation dient der Freiheit. Stichwort Glück und Freude. Sie haben Schmetterlinge im Bauch. Das kann bedeuten, dass Sie mit Ihrem Partner einen zweiten Frühling erleben oder dass Sie nach einer Zeit des Alleinseins von heute auf morgen eine neue Beziehung eingehen. Interessant. Auf jeden Fall zwischendurch frische Luft schnappen, vielleicht auch einen kleinen Urlaub rausgehen. Tief durchatmen und wissen, der Frühling ist nicht mehr weit weg. Man fängt schon an zu suchen. Du kommst nicht schon die ersten Schneeglocken raus oder kommt jetzt noch Schnee? Kann ich die Reifen wieder wechseln? Ach ja. Die Entscheidung trifft allein ihr allein. Ja? Okay. Vielleicht ist auch der neue dritte Partner im Bunde wesentlich lieber und netter zu euch und würde besser zu euch passen. Das kann ja gut sein, wo die Liebe hinfällt. Das weiß kein Mensch, dann sollte das so sein. Die acht Scheiben, die Umsicht. Im Bereich der Liebe und Beziehung zeigt die Acht der Scheiben, dass wir uns behutsam auf einen neuen Schritt einstellen. Sei es, dass wir uns nach einer verletzenden, schmerzhaften Phase verschlossen haben und nun beginnen, uns vorsichtig wieder zu öffnen. Sei es, dass wir uns zu neuen, weitreichenden Schritten entschließen, die eine bestehende Beziehung, berühren. So steht die Karte nicht selten für den Plan zu heiraten und Kinder zu bekommen. In jedem Fall weist sie auf eine erfreuliche Entwicklung hin. Gut. Dann bin ich ja beruhigt. Und deine Amors Botschaft? Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Kommen wir zur Engelkarte. Dreiundzwanzig, also auch wieder sehr einfühlsam, ja, sehr sanft, ne, so, aber auch selbstbewusst und kurvenreich, sexy, standhaft, sich auch erden, ja, mit beiden Beinen fest am Boden zu stehen. Gnade, es sind dein Denken und deine Wertung, welche die Mauern erschaffen,
Lasse dich von dem Schenken der Gnade umarmen und schenke deinem Herzen Frieden. Sehr schön. Okay, wir haben eine Stunde geschafft und hier auch vielleicht auch langsam. Hier passt es vielleicht auch sehr gut. No? Mit den Vorwürfen sollte man hier definitiv langsam machen und auch überdenken, was hier los ist. Und hier auch wieder also lernen, Grenzen zu ziehen, sich hier nicht so vereinnahmen zu lassen. Und ich mische die Herzkarten. Könnt euch schon mal überlegen, welche Frage euch hier im Kopf rumschwirrt. Na? So, ich leg dich jetzt einfach so hin. Genau. Und die anderen. Ist aber auch ein großer Rosenquarz. Bekam ich von meiner Mama. Gar nicht so leicht, den in der Hand zu halten. Der liegt auf jeden Fall bei mir. Okay. Wenn ihr noch keine Frage gefunden habt, bitte drückt kurz auf Pause. Ich werde es auflösen. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Na? Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und hier haben wir das Ja. Dann haben wir hier das letzte Herz, das Nein. Also vielleicht auch für die mittlere Dame, wenn sie das Herz gewählt hat, dann geht ihr mir fremd. Nein. Naja, also da muss man auch nicht so auflegen. So, das ist, da sollst du es mir aber vorher sagen. So, wenn du dich derselben Meinung bist wie ich und dann, ja, aber deine anderen Kolleginnen haben gesagt, es tut mir leid, ich habe hier niemanden liegen. Kopf hoch. Wünsche euch einen wunderschönen Januar und ja, das neue Jahr hat begonnen. Ciao.